ist eine Stelle, die man, glaube ich, relativ gut kennt. Es ist nämlich die Speisung der 5000. Also ich vermute, dass wahrscheinlich die meisten die Geschichte schon einmal gehört haben. Ich würde damit beginnen, dass ich die Geschichte einmal vorlesen möchte. Und ich werde danach erklären, was wir dann so noch vorhaben. Also Johannes 6, 1 bis 15. Gut, also ihr könnt es einfach dann in eurer Sprache, falls ihr eine Bibel in einer anderen Sprache habt, dann mitlesen. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Und es folgten ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihm auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lass die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer. Es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus. Die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu den Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie: Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück. Er allein. Und na, wenn ich ihm also meinen Gedanken, die ich heute so ein bisschen mitteilen möchte, einen Titel geben sollte, würde ich es das umgekehrte Königreich nennen. Das sind Gedanken, die mich jetzt schon eine Zeit lang begleiten, die ich aber immer wieder spannend finde, sich so vor Augen zu führen. Und man kann jetzt ein bisschen verwundert sein und sich fragen, naja, bei der Stelle, warum, wie komme ich da jetzt auf Königreich oder so irgendwas? Es geht ja um die Speisung der 5000. Und ich würde die Stelle heute gerne ein bisschen vom letzten Vers her lesen, wo wir gehört haben, dass die Menschen Jesus zum König machen wollen. Also sie wollen ihn, da steht glaube ich sogar, irgendwie gewaltsam sogar zum König machen oder so. Und was wir dann sehen, ist, dass Jesus sich eben zurückzieht. Er geht weg von der Volksmenge und er sucht sich einen ruhigen Ort, wo er sich dann auch alleine hinbegibt. Ich finde es manchmal spannend, also was ich generell an Texten spannend finde, als jemand, der in den Textwissenschaften studiert, oder es ist eigentlich nicht nur auf Texte so, dass Texte, obwohl es ja immer der gleiche Text grundsätzlich ist, die sich trotzdem verändern können, weil irgendwie jedes Mal, wenn ich mich zum Text hinbegebe und den Text lese, kann der ein bisschen noch einmal anders sein. Also sie verändern sich irgendwie, obwohl sie gleich bleiben, weil sich die Art und Weise verändern kann, wie ich den Text auch lese. Und ich würde eben die Stelle heute gern vom letzten Vers her ein bisschen genauer anschauen. Und was ich dafür am Anfang machen möchte, ist, dass ich die Geschichte von 2 Königen gerne erzählen würde. Nennen wir den ersten König einmal Octavian. Und zum zweiten König komme ich dann noch. Also Octavian wird geboren und es ist eine recht schwierige Zeit in dem Königreich, wo der sich aufhält. Also es sind viele Kriege, es sind viele Morde auch, und Octavian ist aber in einer adeligen Familie geboren. Also er ist eigentlich recht reich und grundsätzlich privilegiert. Aber auch diese reiche Welt ist nicht sonderlich geborgen für ihn, weil es gibt auch viele politische Morde in der Zeit. Da gibt es teilweise Politiker, die irgendwie
während einer Ratsversammlung erschlagen werden und so weiter. Es ist eine recht wilde Zeit, in der der auf die Welt kommt. Und er wächst dort auch auf, erhält eine gute Erziehung und auch Bildung. Und er gehört zur Elite in dem Königreich, wo er geboren wird. Und dann stirbt der alte König, der gerade noch König war. Und Octavian schafft es jetzt, dass er sich durchsetzt und dass er zum neuen Herrscher wird. Und er wird nicht nur Herrscher über ein kleines Königreich, sondern wir sprechen gerade von Rom. Und Octavian wird an dieser Stelle zum ersten großen Kaiser von Rom, zu Augustus. Und was er schafft ist, dass er das Reich Rom stabilisiert. Also in seiner Regentschaft spricht man auch irgendwie von dem großen Frieden. Und es ist eine Zeit, die man so als römische Blüte bezeichnen kann. Die ganz großen literarischen Texte beispielsweise, sowas wie Vergils Aeneis oder so, die werden in dieser Zeit verfasst. Also es ist eine kulturelle, auch wenn wir auf die Kunst schauen, eine Blüte. Und er schafft es, dass er das Reich, was vorher so aufgewirbelt ist, dass er das stabilisiert und in der Ruhe überführt. Er ist sogar so mächtig, dass man in Südindien Tempelanlagen gefunden hat, die diesem Herrscher gewidmet waren. Also Augustus wurde nach seinem Tod und auch schon während seinem Leben eigentlich als Gott auch verehrt. Und das ist etwas, das dann beibehalten wird. Also die weiteren römischen Kaiser haben sich dann oft als Götter verehren lassen, nachdem sie gestorben sind oder schon während ihrem Leben. Der zweite König, den wir uns jetzt anschauen wollen, ist Jesus. Den kennen wir wahrscheinlich eh schon. Jesus kommt in diesem Reich auf die Welt, zu der Zeit, als dieser König Augustus regiert. Wo kommt Jesus auf die Welt? Es ist eine kleine Provinz in dem Römischen Reich. Es ist nicht die bekannteste Provinz dieses Reiches, sondern eher am Rand und eine ein bisschen turbulente Provinz, die die Römer manchmal ein bisschen auch genervt hat. Und wo kommt Jesus auf die Welt? Er kommt nicht in einem Palast auf die Welt, in dieser kleinen Provinz Judäa, sondern in einem Stall. Und ja, ich glaube, diese Geschichte kennen wir jetzt dann wirklich alle. Was ich hier sehr interessant finde, ist, wenn man sich das einmal vor Augen führt, also wir als Christen, wir wissen, dass Gott irgendwie einen Plan für diese Welt hat. Und für mich war es spannend, mal hinzuschauen, welchen Punkt hat Gott ausgewählt für die Geburt von Jesus. Also da muss ja irgendwie auch ein Plan dahinter stecken. Und es ist irgendwie interessant, dass zu der Blüte von, also unser Begriff Kaiser zum Beispiel kommt von Augustus her. Also der Inbegriff von Herrschaft und weltlicher Macht, als das in der Welt vorgeherrscht hat, kommt Jesus in die Welt. Und wenn wir uns das so vor Augen führen und gegenüberhalten, finde ich, ergibt sich irgendwie ein recht interessanter Kontrast, wenn man das betrachtet. Jesus wird sein eigenes Königreich mal mit einem Senfkorn dann vergleichen. Und wenn wir uns diese soziale Situation anschauen, dann können wir Jesus eigentlich als ein kleines soziales Senfkorn in dieser Zeit beschreiben, wenn man ihn mit Augustus vergleicht. Und wenn wir jetzt in unseren Text hineinblicken, den wir heute gelesen haben, wo sind wir da am Anfang? Wir lesen von einer Stadt, nämlich von Tiberias. Tiberias ist eine Stadt, die wurde erbaut von Herodes Antipas. Den kennt man vielleicht. Und es ist eine recht bekannte Stadt. Wir kennen sie später. Das ist die Stadt, wo zum Beispiel Johannes der Täufer dann auch hingerichtet wird. Und Herodes Antipas hat die errichten lassen, weil er sich bei wieder einem römischen Kaiser irgendwie also gut stellen wollte und sich ein... Danke sehr. Aber trotzdem danke. Ist eh eine gute Idee. Also Tiberias ist eine Stadt, die hat Herodes Antipas bauen lassen, weil er sich beim Kaiser gutstellen wollte. Wir kennen die Geschichte, Jesus zitiert das mal in einem Gleichnis, dass der öfter auch nach Rom gefahren ist, weil er... Soll ich aufs andere Mikrofon wechseln? Ist das... Okay. Und deswegen hat er diese Stadt gebaut und hat sie nach dem Kaiser benannt. Das ist Tiberius, das ist dann der dritte Kaiser nach Octavian, den wir kennengelernt haben. Ist jetzt nicht mehr so wichtig.
Aber für diesen Kaiser baut er diese Stadt. Und warum baut er diese Stadt? Weil er unbedingt König werden möchte. Also Herodes Antipas ist kein König, sondern er ist nur ein Fürst. Und das Reich wurde ja dann aufgeteilt und so. Und er muss sich das Reich zumindest aufteilen. Also er hat nicht so viel Macht und Herrschaftsgewalt, wie er gerne hätte. Also er möchte König werden und deswegen baut er diese Stadt. Wie können wir uns diese Stadt vorstellen? Das ist so eine Art antikes Las Vegas vielleicht. Es ist eine große Prunkstadt, wo ganz, ganz viele Spiele stattfinden. So wie wir das kennen mit Gladiatorenkämpfen, großen Pferderennen und so weiter, die hier veranstaltet wurden. Und die Stadt ist generell bekannt über die Landesgrenzen auch hinaus. Da sind viele Leute hingefahren, weil das war bekannt für so, sagen wir mal, wilde Partys in der Zeit, die da stattgefunden haben. Und wenn man so ein bisschen Augenmerk drauf hat im Neuen Testament, dann taucht die Stadt oft so am Rande auf. Theologen gehen zum Beispiel davon aus, als Jesus die Bergpredigt hält, dass man auch Tiberias im Hintergrund sehen konnte. Und es ist recht interessant, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt, dass einige Reden, die Jesus auch spricht, so ein bisschen vor dieser Stadt stattfinden. Und auch die Szene, die wir heute gesehen haben, findet vor, also in Nähe von dieser Stadt. Und wenn wir uns jetzt das anschauen, wir haben hier diese Prunkstadt und dann schauen wir auf die Situation von Jesus hin. Und was sehen wir? Jesus ist mit seinen Jüngern hier und wir lesen von einer Volksmenge, die ihm nachfolgt, weil sie seine Wunder gesehen haben. Welche Wunder werden hier angesprochen? Es geht hier vor allem um Krankenheilungen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass da auch viele kranke Menschen dabei waren. Ich habe mal in einem Buch gelesen, was ich recht witzig fand, so als Anekdote, dass ja recht viele Leute Jesus nachgehen und er meinte, dass die wahrscheinlich alle arbeitslos waren, weil sonst hätten die keine Zeit gehabt, dass sie tagelang immer Jesus nachgehen. Also wir können vielleicht davon ausgehen, dass auch durchaus sehr arme Menschen der damaligen Gesellschaft unter dieser Volksmenge waren, weil sie Jesus zuhören wollten und auch weil sie sich erhofft hatten, dass Jesus sie vielleicht heilen kann oder Jesus etwas für sie tun kann. Also wir haben hier, um nochmal den Kontrast aufzumachen, diese Prunkstadt und dann diese schräge Gruppe, die sich hier um Jesus ansammelt. Und wenn wir jetzt unseren König betrachten, so möchte ich Jesus ab jetzt nennen und darauf schauen, was er hier macht, dann ist das schon mal ein erster interessanter Aspekt, der uns auffällt. Jesus schaut hin. Jesus sieht alle Menschen und er nimmt alle Menschen wahr. Also unser König ist ein König, der alle Menschen irgendwie sieht und er sieht auch die ärmsten Menschen. Und was macht Jesus, wenn er das sieht? Das ist hier jetzt nicht so herausgehoben. Es gibt auch die Speisung der 4000. Das ist noch eine zweite Szene, die ist aber nur im Matthäus- und im Markus-Evangelium. Ich möchte da das kurz vorlesen, da kriegen wir einen Einblick in die Gefühlswelt von Jesus an diesem Punkt. Da steht: Ich bin voll Mitleid mit der Menge. Denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten. Denn etliche von ihnen sind von weit her gekommen. Also wir sehen, dass Jesus ein König ist, der Mitleid hat mit den Armen. Dass er das Leid wahrnimmt und sieht. Ich denke, was hier für uns auch sehr spannend ist, ist, wenn wir uns über das Leid in der Welt Gedanken machen. Das ist eine der wahrscheinlich schwierigsten Fragen so in der Theologie generell, die sich schon auch sehr lange gestellt wurde. Ich finde, was man aber sehen kann an Stellen wie dieser hier, wo wir uns ganz sicher sein können, ist, dass Jesus dieses oder Gott auch dieses Leid sieht, dass er es wahrnimmt und dass er mitleidet. Also wenn wir traurig sind über schlimme Dinge, die in der Welt passieren, dann können wir sicher sein, dass Gott das sieht und dass er wahrscheinlich noch viel trauriger ist wie wir, wenn er das sieht und dass es ihn schmerzt. Das sehen wir beispielsweise hier an dieser Stelle und ich finde generell, wenn man das im Neuen Testament so ein bisschen verfolgt, kann man das sehen. Und was wir hier dann noch weiter sehen, ist, dass sich Jesus eben sehr stark unterscheidet von den Herrschern, die Menschen zu dieser Zeit auch kannten. Also die Menschen, die in dieser Volksmenge sind, sie kennen Herodes Antipas, den Fürsten, der über sie steht. Sie kennen Augustus und die Römer. Und sie kennen diese unterdrückende Herrschaft. Und sie werden jetzt konfrontiert mit einer anderen Zuwendung, die sie erfahren. Und es ist vielleicht verständlich, dass die Menschen hergehen und Jesus dann irgendwie krönen wollen oder zum König machen wollen, weil sie sich das auch wünschen würden. Und sie sich wünschen würden, dass Jesus sie,
sie befreit und sie aus dieser Situation herausführt. Und was wir aber sehen, ist, dass Jesus sich abwendet und einen Schritt zurückgeht und alleine sich in Ruhe einen Platz sucht, weil das Königreich Gottes und das Königreich, von dem Jesus spricht, nicht von dieser Welt ist. Und das ist eine Sache, die wir auch im Neuen Testament immer wieder sehen, dass Jesus das Angebot von Herrschaft in dieser Welt immer abschlägt. Also seine Reaktion ist immer, dass er sich abwendet und dass er einen Schritt weggeht, weil das nicht die Macht ist, die Jesus gesucht hat in der Welt. Man kann das recht gut verdeutlichen an der Versuchungsszene, die wir vielleicht kennen, wo Jesus in die Wüste geht und dann kommt Satan zu ihm und er versucht ihn. Und das sind drei Versuchungen, die alle drei irgendwo für Welt und Macht in der Welt stehen können. Das erste wäre Manna, das kann man vielleicht so mit Kapital übersetzen, also Geld, was Satan Jesus anbietet. Das zweite ist, dass Jesus sich fallen lässt vom Tempel, sodass alle Menschen das sehen und er von Engeln gerettet wird. Das kann man also interpretieren als sowas wie religiöse Verehrung. Also wir haben Geld und religiöse Verehrung. Und dann zum Schluss haut so Satan alle Karten noch am Tisch und er zeigt ihm die ganze Welt und alle Reiche, die auf dieser Welt existieren. Und er verspricht ihm, dass er Herrschaft haben wird über die ganze Welt. Und was wir in allen drei Situationen sehen, ist, dass Jesus sich abwendet und wieder einen Schritt zurückgeht und sagt, nein, er lehnt das ab. Weil das Königreich von Gott und das Königreich von Jesus eben nicht von dieser Welt ist. Und auch anders organisiert ist, als wir das in dieser Welt vielleicht kennen. Deswegen auch der Titel Upside Down Kingdom, irgendwie ein umgekehrtes Königreich. Und ich möchte jetzt noch zu diesem Senfkorn-Gedanken übergehen und über das Senfkorn wieder zurück zu unserer Geschichte finden, weil wir auch hier von einem kleinen Senfkorn lesen. Stellen wir uns das mal kurz vor, die Situation. Ich bin jetzt so ungefähr da, so steht Jesus. Und dann stellen wir uns da, ich weiß nicht, es sind 5.000 Männer. Man geht davon aus, dass es insgesamt so 15.000 bis 20.000 Menschen dann waren mit Frauen und Kindern. Das wäre eine riesen, riesen Menge. Und was haben die Jünger oder auch Jesus dann zur Verfügung, um diesen Menschen auch Nahrung zu geben? Sie haben erstens mal einen kleinen Jungen. Und dieser kleine Junge hat 5 Brote und 2 Fische. Und verständlicherweise sind die Jünger irgendwie ein bisschen skeptisch und stellen so in Frage, na, wie sollen wir damit jetzt irgendwas ausrichten oder auch mit dem wenigen an Geld, das sie haben. Sie sehen das irgendwie nicht. Also sie können sich nicht vorstellen, was hier jetzt passieren könnte. Und man merkt schon so ein bisschen so Stimmung, dass sie aufgeben. Und was Jesus dann macht, ist, dass er aus diesem Wenigen, das zur Verfügung stand, sehr viel macht. Und das ist so mein Gedanke, zu dem ich abschließend hinkommen möchte und den ich auch als Ermutigung für uns mitgeben möchte, ist, dass Gott aus etwas, das sehr klein ausschaut oder Dinge, die oft irgendwie ja nicht sonderlich überwältigend wirken, dass Gott aus so etwas sehr, sehr viel machen kann. Und ich finde, dass das ein sehr beruhigender Gedanke ist, auch für unser Leben. Und also mir fallen so viele Beispiele ein, wo Menschen das schildern, die irgendwie in der Mission sind und irgendwie vor starke Herausforderungen gestellt sind, auch oft, dass sie in Situationen kommen, wo sie das Gefühl haben, ja, was soll daraus jetzt noch werden, wo irgendwie nichts mehr da ist, wo wir Menschen dann das Gefühl hätten, da kann man jetzt noch was damit machen. Und dann sehen wir, dass bei Gott das möglich ist, dass aus solchen Situationen sehr schöne Dinge wachsen, wie aus so einem ganz kleinen Senfkorn ein riesiger Baum auch wachsen kann. Und das ist eigentlich mein Gedanke, den ich euch mitgeben möchte für diese Woche und generell, dass wir, wenn wir irgendwie verzweifelt sind, uns diese Geschichte vor Augen führen und uns vor Augen führen, dass Gott in Situationen, die verzweifelt wirken, sehr viel machen kann. Was ich letztes Mal gemacht habe und heute wieder machen will, ist, dass ich so noch zusätzlich Anregungen mitgeben möchte. Ich finde, dass über das Königreich Gottes nachzudenken eine sehr fruchtbringende Sache sein kann, weil es sehr zentral ist und sich durch die Evangelien durchzieht. Also vor allem im Matthäus-Evangelium spricht Jesus immer davon, von dem Königreich Gottes, das sich der Welt annähert. Und ich habe heute versucht, das ein bisschen aufzumachen mit der umgekehrten Logik, die vorherrscht in diesem Königreich. Und ich finde es sehr spannend, darüber genauer nachzudenken
Und eine zusätzliche Aufgabe, die ich stellen würde, wäre, dass man hinschaut, zu wem sprechen die Worte von Jesus. Weil wir haben uns heute sehr auf arme Menschen auch beschränkt. Aber ich finde, wenn man zum Beispiel die Bergpredigt einmal liest und darauf achtet, wen spricht Jesus hier an oder welche Menschen könnten hier besonders angesprochen sein, dann sieht man, dass es irgendwie so einen Querschnitt durch die Gesellschaft abdeckt. Also es geht vor Gott und vor Jesus nicht um die soziale Situation, die man irgendwie, in der man steht, oder die Position, die man in irgendeiner Gesellschaft hat, sondern die Worte von Jesus richten sich sehr stark einfach an ein Individuum, also einfach an einen Menschen, die uns alle treffen, völlig egal, in welcher Situation wir sind. Sie können uns überall ermutigen, wenn wir arm sind oder irgendwie in einer schwierigen Situation sind, fühlen wir uns geborgen. Und sie können uns aber auch immer herausfordern. Also es trifft alle Menschen, finde ich, so sehr gleich, was ich irgendwie sehr spannend und sehr, sehr schön finde und was mich immer wieder irgendwie auch begeistert, weil es so, ja, sonst zur Gratwanderung ist auf in unserer Welt. Gut. Ja. Danke. Ich würde zum Abschluss eigentlich gerne noch beten. Herr, ich möchte Danke sagen für den Abend heute. Ich würde Danke sagen, dass wir uns treffen dürfen und über die noch denken dürfen. Und ich möchte Danke sagen für deinen Plan, den du gehabt hast für die Welt. Ich möchte Danke sagen für die Logik, die wir sehen in dem Königreich und wie du das darstellst. Ich möchte Danke sagen, dass du nicht irgendwelche Menschen bevorzugst aufgrund von einer sozialen Stellung, aufgrund von der Ausbildung oder dem Beruf, den irgendwer hat, oder auch dem Geld, das irgendwer zur Verfügung hat, sondern dass alle Menschen genau gleich vor dir stehen und genau gleich von dir angesprochen werden. Und ja, dafür möchte ich dir einfach preisen. Ich möchte Danke sagen, dass du nicht irgendwelche mächtigen Strukturen hernimmst, sondern dass du dich genau für sehr kleine Sachen interessierst und irgendwie siehst, was entstehen kann aus recht lustigen kleinen Situationen. Ich möchte Danke sagen, dass wir darin irgendwie einen sehr kreativen Gott sehen dürfen und ja, dass mich das irgendwie immer wieder begeistert. Amen.